Auch ganz einfach, weil er aus meiner Sicht die Mannschaft nicht mitnehmen konnte und die Mannschaft einfach auch mit dem Trainer irgendwo, das war keine richtige Einheit, das hat man gespürt und das Spiel, die Art und Weise, wie er spielen wollte mit dem VfB Stuttgart, ich glaube, das war einfach zu viel des Guten. Und man kann nicht nur nach vorne spielen, nach vorne pressen, sondern muss auch eine Defensive haben. Und deshalb war es aus meiner Sicht nach dem Augsburg-Spiel eigentlich überfällig, dass man wechselt. Deshalb hoffe ich eigentlich auch, dass man, weil man auch aus der eigenen Mannschaft quasi einen neuen Trainer geholt hat, also von der U23, der den Verein innen auswendig kennt, der wirklich akribisch genau mit den Jungs arbeitet, auch die Spieler schon sehr gut kennt, denke ich, dass wir jetzt in der Rückrunde Ruhe reinbekommen und dass wir dann auch eine positive Rückrunde spielen werden.